Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer Speak to That Serie. Lass uns drüber reden. Und heute reden wir über, was übrig bleibt, wenn alles wegfällt. Im letzten Video haben wir über Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Lebens gesprochen. Und wenn wir langsamer werden, können unfassbare Dinge passieren. Ich war auf einem Seminar in Venice Beach in Kalifornien zum Ende der Woche hin. Es ging um die drei Prinzipien. Wir hatten uns ausgiebig ausgetauscht und Coaching-Übungen gemacht. Und es war wahrscheinlich der letzte Tag. Es gab plötzlich einen großen Kreis, der gebildet wurde. Ich hasse normalerweise sowas, im Kreis zu sitzen. Das ist das Allerüblichste für mich. Aber die gute Schülerin, die ich war, die Seminarteilnehmerin, habe ich mich in einen Sessel begeben. Und ich kann mich überhaupt nicht erinnern, worum es da genau in diesem Kreis ging oder was wir reflektieren sollten. Und was ich genau weiß, ist ein Moment, wo in der gesamten Menge an Menschen in diesem Kreis alles komplett entschleunigte. Und bei mir persönlich sind alle Gedanken einfach weggefallen. Es war nichts mehr übrig. Stell dir das Geschenk eines Moments, wo alle Gedanken wegfallen für eine Sekunde oder ein paar Minuten. Und auch immer, wie lange das dauert. Und was übrig war, war eine unfassbare Ruhe. Und das Wissen, dass es überhaupt nichts gibt, was ich nur tun muss auf dieser Welt. Nichts. Und dann bin ich irgendwann mal vor dem Stuhl aufgestanden. Und habe gewusst, aber ich kann was machen, wenn ich möchte. Ich kann hinausgehen. Ich kann Dinge in der Welt bewegen. Ich kann kreativ werden, Dinge schaffen. Und das macht einen Unterschied, in der Welt zu sein mit diesem Wissen. Und für uns ist da drin dieses being totally human and more than human. Dass wir beides sind. Formlos und Form. Dass wir spüren können, was mehr ist, wenn eben nichts mehr ist. In unseren persönlichen Gedanken und Geschichten über uns und die Welt. Und aus diesem Raum heraus inspiriert, lustvoll, freudig Dinge kreieren, in der Welt sein, fühlen, spüren, denken. Einmal mit allem. Wenn du heute überhaupt keine Ahnung hast, wovon wir sprechen, das macht nichts. Wenn du zum nächsten Video auftauchst, dann weißt du, du hast irgendwas gehört. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.
Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.